Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Und wieder mal dabei ist der Smoker und der Sander. Tschö. Ja, hier Fratzengeballer am Start. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Sackgasse. Gasse, Sack. Mehr Sack als Gasse. Könnte es sein, dass dadurch, dass Tom und ich uns gerade kurz ausgelockt haben, dass wir jetzt die komplette Karte nochmal in vollem Flach wegräumen dürfen? Müssten. Aber der Pfeil wird ja zum Glück angezeigt, wo wir hin müssen. Wow! Kleine Krabbler! Boah, der Anzeigebekackt den auf der Zeit. Auf die kacke ich jetzt gerade einfach mal. Sag mal, wo seid denn ihr? Da wo bist denn du? Ja, ich bin da. Ich bin am Kämpfen. Das halte ich schon Gerücht. Für ein Gericht? Gericht? Was für ein Gericht? Strafgericht. Es braucht noch etwas Zeit. Gott? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Splitter hat mir Maltails Plan offenbart. Und er ist schrecklicher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit Hilfe des schwarzen Seelensteins will er sämtliche dämonischen Essenzen einfangen. Selbst jene, die Teil eines jeden Menschen sind. Wenn der Stein verändert wird, um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Sanctuario die dämonische Essenz zu entreißen, werden sie alle sterben. Dann los. Wir dürfen unseren Angriff nicht länger hinauszögern. Maltael verändert den schwarzen Seelenstein grundlegend. Der Stein wird jetzt jegliche dämonische Essenz aus der gesamten Existenzebene anziehen, in der er sich befindet. Doch die Menschen stammen sowohl von Engeln als auch von Dämonen ab. Und mit Ausnahme klopf, von klopf. Trägt jeder Sterbliche diese dämonische Mussten wir Essenz hin und her in sich. Sie ihnen zu nehmen, würde bedeuten, keine Ahnung, die Seele aus dem Leib zu reißen. Das ist unmöglich. Zerschmettert die Hand. Der war gut. Direkt wieder hoch, direkt wieder runtergekloppt, die Sau. Guck dir den mal an, hier. Diese Haken. Es braucht noch etwas Zeit. Zerbrech diese Haken. Du sollst nicht kotzen, du sollst die Dinger zerbrechen. Das ist noch hey, nicht so weit. Hey, ihr wollt doch von Brechen die Rede, ja? Zerstört die Haken. Ja, das wird euch richtig hin, ja. Ich muss mich noch gedulden. Bereitet euch auf einen letzten Einschlag vor. Schön. Oder wisst ihr das? Hat er das Drehbuch gelesen? Sting? Ja. Hey, ich glaube, der hat die Tür gebaut. So sieht er nicht aus. So sieht er nicht aus. Definitiv nicht. So. Juhu. Wir sind's. Heyo. Walter. Mahlzeit. Falde, Sackfalde. Maltael, du alte Sau, komm her, du Kann. Hast du Kaffee gekocht? Als ich gegen Maltael kämpfte, glitt mein Schwert durch ihn hindurch, als bestünde er aus Luft. Oh. Er befindet sich in einem Zustand des Lebens und des Todes, unempfindlich gegenüber jeglichem körperlichen Schaden. Eure Magie genügt nicht. Um ihn besiegen zu können, müsst ihr über die Kräfte des Todes verfügen. Genau wie er. Kein Priester von Rathma hat das jemals gänzlich vollbracht. Wie soll das möglich sein?
Die Macht der Toten. Falls ihr eins damit werden könntet, wärt ihr wie Maltael. Und ihr könntet ihm gegenübertreten. Aber ihr müsst euch beeilen, einen Weg zu finden. Tausende sterben in jedem Augenblick. Und Maltaels Macht wächst ins Unermessliche. Yay, mehr Brot für die Welt, aber die Wurst bleibt hier. Okay. Wie war das noch? Schluss mit Brötchen. Jetzt kannst du die Wurst pur fressen. Na, wer bist du denn? In unserer schwersten Stunde sind wir wieder vereint. Viele unserer Priester sind bereits gefallen. Sogar ihr, Meister. Es ist, wie es sein soll. Ich bin gekommen, um euch dabei zu helfen, Maltael zu bezwingen. Ihr müsst eine Macht in euch tragen, von der ihr niemals zu träumen gewagt habt. Aber zunächst müsst ihr uns aus unserem Gefängnis in den Tiefen dieser Festung befreien. Dafür werde ich sorgen. Nie kann's einfach ich sein. Ich schwöre es. Oh! Nephalem, der schwarze Seelenstein gleitet durch das Portal nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Glaube ich nicht. Schwierig. Das kann ich nicht tun. Krieg wird niemals enden. Krieg bleibt immer gleich. Ja. Ach nee, falsches Spiel, Entschuldigung. Ist aber recht. Es braucht aber noch richtig, etwas ne? Zeit. Ja. Krieg bleibt immer gleich, Krieg wird nie enden. Krieg wird es immer geben. Leider. So. Ah ne, jetzt weiter. Aha. Gute Leiche. Damit sollte ich es das ist unmöglich. Die Welt ist eurer überdrüssig. Ey, der Schupp. Ey, faul. Das ist einfach verdoppelt. Ex. Ex. War da was? Schatzkoppe! Wo? Wo ist ein Koppe? Wo? Ja, ich hab ihn auch gehört. Da vorne! Da ist er! Ach, Start! Attacke! Alter, wie die ganzen Skelette auf den eindreschen, als wie das kann ich nicht tun. Oh, das ist gut, weil die den blockieren. Ja, ja. Oh, Nicketäre Schwert. Cool. Sack. Mal gucken, ne? Ja, das ist ja nicht voll, nein, das ist schon noch ein Schatz. Noch einer! Wohin? Ich komm nicht durch, hier. Ich komm nicht durch. Gabo, 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 Gabo. Oh, das ist ein Champion-Pack gelaufen, die Mistmade.
es braucht noch etwas Zeit. Den kriegen wir trotzdem. Hoffe ich zumindest. Der hängt da irgendwo im Verkehr fest. Das kann ich nicht tun. Ich glaube, der ist tot. Ja, ja, oder? Ich hab nur Loot gesehen. An diesem Ort benutzt Maltael seinen dunklen Tiegel, um die Seelen von dämonischen Gefangenen zu sammeln, die in der Festung getötet wurden. Sobald die Tiegel voll sind, erscheint ein Seelenfresser und kanalisiert die Seelen zu Maltael. Es ist unerlässlich, dass sowohl die Tiegel als auch der Seelenfresser vernichtet werden. Na, dann mach ran mit an die Buletten. Läuft. Herr Rauch. Es braucht noch etwas Zeit. Was denn? Das war's schon? Ja. Das ist unmöglich. War die reinste Verarsche. Ja. Jetzt haben wir zwei Titel zerstört. Seelenfresser, lasst mich nicht warten. Aha, endlich. Was? Hä? Oh, das war's schon. Das war's schon? Du kannst doch jetzt hier einfach ankratzen und mich so einfach so stehen lassen. Das tut man doch nicht. Der war schon jetzt der Mecker. Oh, geil. Der gibt's ja wohl gar nicht, ey. Hm? Die Musik kommt bei mir immer noch von dem, ne? Echt? Von mir nicht. Dank euch kann Maltael keine Stärke mehr aus den Seelen der Dämonen ziehen, Champion. Echt jetzt? Einfach so. Weg. Boah. Warte mal, hier liegt da noch was. Die Nerven. Was? Die hier. Die? Noch kaputt. Oh, ein Scharfrichter mit seinen 80 Millionen HP. Komm mal her, du Sau. Zack, da ist er weg. Das kann ich nicht tun. Ja, du hast geschafft. Alter. Ja, hoch. Sich auch in die Bresche werfen, ey. Ach du. Alter, oh shit. Was denn? Was denn? Hier sind drei blaue und jeder von denen kann sich hoffentlich fälligen. Ich komm mal an. Ja, ich komm mal auch mal an den Flitz. Diese Kreatur wird sterben. Nein. Verfault und verrottet. Alter. Ich gehe stark von aus, wir müssen hier runter, weil wir hier unten noch nicht waren. Ja, oben waren wir auch noch nicht. Da oben geht's auch noch lang. Ja. Okay. Okay, wer ist mal hier lang? Alter, wie er weggeplatzt ist. Ja, hier waren wir doch schon mal. Gold. Och, was sprichst du denn da Leckeres mit, Roro? Sie bezeichnen mich als Helden. Unzählige Dämonen habe ich getötet. Hier ist also Endstation. Gewonnen, Belagerungen durchbrochen. Alles vergebens. Ich weiß, dass wir keinen Sieger haben kann.
denn es ist eine endlose Abfolge von Rache, Stolz und Hass. Tyrael versteht es nicht. Für ihn existiert nichts außer dem Ruhm. Du musst eine Booby-Trap dran gehangen haben. Sobald ich den Engel angefasst habe, kam die angefasst. Dieser Tag fern. Nein. Oh, blaue. Geschmolzen. Oder? Ja, Blocker geschmolzen, ihre Sinist verseucht. Oh, Ex. Ich nicht tun. Also klein. Yep. Kaputt. Oh. Da geht's weiter. Hi. Ach, Post. Das ist unmöglich. Das ist kein dehnbarer Begriff. Ja, in dem schmalen Stück da bestimmt nicht. Also ich stand jetzt eine Weile in Arkanlaser und Gegner haben auf mich eingetroschen. Die haben mir null Schaden. Dann hast du genug Counter hier. Hast du genügend Lifelike. Ja. Sah amüsant aus, wie die sich da Mühe gegeben haben. Ah, ja, ist dank. Aber wir machen erstmal Falkenente. Wer war denn dran? Du? Ich? Okay. Also Leute, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, macht ein Like oder schreibt uns einen Kommentar. Bis dann, ciao. Tschüss.